Nein. Hab ich doch. Es geht los. Nächste okay. Runde. Ja. Wisst ihr, was das letzte Mal gefehlt hat? Flachwitze. Viel zu wenig Flachwitze. Sechs? Ey. Ja, der doch. Ja, der, das ist jetzt drückt schon Start. Koks und Nutten. Koks und Nutten. Und Blackjack. Und Black. I'm gonna build my own last stand with Blackjack and Hookers. Ich habe Sake hier. Warum gibt's kein White Jack? Weil das rassistisch wäre? Und Blackjack ist besser. Ja, natürlich, denn alle Spiele weiß sind. Wir müssen mal ein Schwarzes rausbringen. Hallo? Ja, vor allem, ich meine, Schwarze machen doch sowas, oder? Schwarze machen Glücksspiel und die rauben Leute aus und das würden Weiße ja nie tun. Trinken viel Bier. Ja. Nein, die trinken kein Bier. Das ist viel zu gut für die. Die trinken Wodka. Junge. Uran off. Nein, das ist der Russe. Uran on Wodka. Das ist der Russe. Stimmt. Der steht ja leider nicht mehr vor der Tür. Die Russen trinken Uranov-Wodka. Der Russe. Und die Neger, die trinken Uran-on-Wodka, weil bei russischen Wodka ist bei Uran-off ist das Uran rausgenommen worden und bei Uran-on ist ja noch Uran drinne. Das heißt, die geben das den Negern und machen dann aus den Negern Atomwaffen. Richtig. Weil sie quasi in den Negern Uran anreichern. Ja, wusstest du nicht, dass Neger mit Benzintanks verwandt sind? Oh, nein, ich dachte immer, die werden mit den, wie die Orks mit Pilzen verwandt. Ah, nein, laut Hugi sind ja Priester mit Benzintanks verwandt, deswegen sollte man nie auf einen Priester schießen. Genau wie wenn Autos explodieren, ne? Ja. Gibt es irgendwelche Lebensformen, die mit Dünger verwandt sind? Türken. Ich. Was? Dann musst du jetzt dann überkippen, dann füttern wir demnächst mal einen Türken mit Diesel und gucken, was passiert, wenn wir ihn erschießen. Das stimmt. Nee, Kunstdünger und Diesel. Anfo. Moment mal, nehmt ihr das gerade auf? Ja. Oh. Ach komm, so ein bisschen Rassismus steigert die Quote. Irgendwie bezweifle ich das. Sofern den Scheiß keiner flaggt. Ja, weil wir hier Witze über Minderheiten machen. Ich kann einfach mal Sailor Moon schon zitieren. Jede Minderheit hat ein Recht darüber, dass man sich versucht. Wo haben wir ja. Auch nicht die Deckung einreißen! Ich brauch die noch, ich bin so klein und kümmerlich! Nein. Komm, wir wieder kuscheln. Das ist viel mehr freier Platz hier. Super, ich brenne. Und auch freien Platz. Ah. Wisst ihr? Das passiert nur mit wahren Gläubigern des Imperators. Sie brennen. Sie brennen. Ja, sie brennen viel besser. Die sind wahrscheinlich mit. Ab. Die sind wahrscheinlich auch mit Benzintanks verwandt. Oh, ja. Hört auf, mich zu verfolgen. Und Hexen waren mit Holz verwandt, das weiß man doch. Ja, Hexen sind wie Enten, weil sie... Ne, Sekunde, wie war das exakt? Wenn sie so Holz schwer verwandt, ist... Weil sie gut rennen können und weil sie schwimmen, wenn man sie ins Wasser wirft. Ja, aber wenn sie so schwer sind, wenn Hexen... Und weil Enten auch schwimmen, heißt es, das Gewicht einer Hexe muss das einer Ente sein. Richtig, das war's. Wenn sie so schwer ist wie eine Ente, muss sie eine Hexe, ist sie aus Holz und daher eine Hexe. Genau. Wisst ihr was? Willi, ja. Du bist mit den Bodenlegern verwandt. Du hast nämlich einen IQ unter deiner Körpertemperatur. Geht nur, dass du den ganzen Tag Jogginghosen trägst und irgendwann anfängst zu sagen, Mann ohne Ehre. Ohne Ehre, Alter. Wieso eine Ehre? Schließ mir meine Ehre. Zu Hause darf man Jogginghosen tragen. Auf dich am Sack zu kratzen. Jogginghosen. Versteh ich. Oh, gleich kommt schon die Welle 4 schon. Ja. Ich muss gleich wieder einen Space Marine einnehmen. Ja, blöde imperiale Soldaten. Oh. Ich kann nur eh nichts außer sterben. Und da kommt er. Ich meine, ihr habt das Handbuch gelesen, oder? Er ist dein. Wieder haben wir den Boss. Die, Motherfucker, die! Ich weiß nicht, hier mit dem Nahkampf zu gehen. Ich. Whoa. Ganz genau deshalb, Willi. Die Motherfucker Die. Welch lyrisches. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall irgendwo kunstvoll. Ja, natürlich ist das Kunst. Es ist Chaoskunst. Chaoskunst. Tod und Zerstörung. Ja. Wir brauchen Blut und Morde. Vom chaotischen Goethe. Goethe war Chaosanbeter. Eindeutig. Toll. Mach doch nicht meine Bällchen weg. Ich
Stimmt, deine Bällchen sind noch da. Oh nein, oh oh. Das hier ist jetzt erst Welle 5. Das heißt also, der erste Boss kommt auf Welle 4. Ja. Das könnte ich bin sein. Voll schlau, ich hab das keinen gemerkt. Sinn macht. Was? Ihr habt das nicht gemerkt? Ja, ich hab das gemerkt, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Ich hatte einfach immer die Wellen so schnell hintereinander. Ich brauch Hilfe, Leute. Bisschen du, ach da bist du. Hast du einfach unser Punktemultiplikator kaputt gemacht? Ja, tut mir leid. Also gegen zwei Kampftyranniden mit Sichelhänden, die meine Eingeweide aufschlitzen, ja, habe ich keine Chance. Du siehst, habe ich vier davon. Ja, aber ich habe nur einen Puppelstab, der macht ich so. Ich habe vier davon und ich sehe auch noch cool aus. Willi ist einfach nur schlecht. Ich habe nur einen Puppelstab. Er ist ein Kitzer. Ein Puppelstab. Er ist schlecht. Ich will nicht sehen, ja, das Ding in deine ich will nicht sehen, wie du das Ding in deine Nase rammst. Ich komme schon, Lukas! Ich komme! Komm. Komm. Ich fäng dann hier mal wieder was an. Hier kommt hier hin. Alles kaputt. Ich meine, meine Jungs noch leben. Und dahin. Oder? Ne, doch, sind doch alles in deine Boys. Jetzt. Das wäre echt cool, wenn man die Tyranniden dann so richtig noch so mit Ork-Ausrüstung aufpippen könnte. Das sieht cool aus. Ich finde das richtig episch, dass ich hier die Leute die ganze Zeit verarschen kann. Lecker Job hier. Wir verarschen Leute. Indem wir sie ausweiten. Ah, ausweiten so. Ist gut. Meine Jungs sind so langsam. Das Abtreibung nichts anderes als eine moderne Form der... oder die beste Form der Kindeserziehung ist? Was? Ein Kombi von Hugi laut heißt Abtreibung ist die beste Form der Kindererziehung. Weil? Ja, weil du kein Kind hast. Ja, das ist doch logisch. Das wäre dann eher eine gute Alternative zur Kinderstrangulierung, aber... Nein, nein, und sein anderer Comic heißt Amoklauf ist auch nur eine moderne Form der Kunst. Ja, hat noch nicht mit einer Axt. Ich glaube, es hackt. Oh nee, ist das jetzt die Welle? Oh nee, das sind so böse Bälle. Oh, die Wichte. Ja, aber ihr habt die schon gut erwischt gerade. Die Symbionten sind tot. Können wir nicht mal jemand sagen, dass meine Symbionten tot sind? Hey, Symbionten. Wird an mir rumgenagt. Ich attackiere mal das Mist hier oben. Schön, ist eigentlich irgendwo schön, dass man seine Jungs nicht kontrollieren kann, weil es eigentlich eher heißt, dass man seine Jungs nicht kontrollieren muss. Zum Nagen. Unsere Verbündeten erleiden Verluste. Ach, wie läuft's so? Brennt alles schön. Also mein Held lebt noch. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Man tut weh. Was hat die Badame gesagt? Oh ja, Weg. Gamers müssen wir uns auch mal wieder reinziehen. Mein Held lebt noch! Du willst ihn mit einer Balliste backstabben? Jo. Okay. Es kommt übrigens demnächst ein dritter Teil. Wovon? The Gamers, hast du noch nicht die ersten beiden gesehen? Ich hab nur das mit der Balliste gesehen. Das erste. Komm, Schlampen! Komm, Schlampen! Dann muss ich es auf jeden Fall zeigen. Ist eine Rollenspielparodie. Das weiß sie. Ja, weiß wie die das? Ich glaube, hast du mir schon mal gezeigt. Hast du die von auf deiner GameStar-CD? Nee. Das hat nichts mit GameStar zu tun. Und Matsch, Warp-Spin. Oh, guck mal, da stellen sich wieder alle an. Warp-Feuer, bevor sie auf dich anspringen. Fuck, gerade eingesetzt. Ja, dann, zu mir laufen. Nicht genug Mana. Wie ich das. Warte mal, lass sie da. Nice one. Kevin. Ja. Dann, wird bei War Thunder auf T7 bei den Amis. Verbündete Infanterie. Ja, was haben sie noch nie gezeigt? Das ist wirklich eben eine Parodie aufs Pen and Paper Rollenspiel, wo du eine Gruppe hast, die dann die ganze Zeit spielen lassen. Immer vom Gefilmten her wird dann immer hin und her gewechselt. Scheiße, die Ork-Runde, Vorsicht. IT und OT. Nee, die Ork-Runde? Space Marines. Das sind die. Noch schlimmer. Die Orks sind schlimmer. Plasmakanonen. Kevin, lass uns zusammen War Thunder zocken. Stefan, kannst du nicht die Space Marines hier steuern, dann explodieren die Plasmawerfer. Billy, mach deinen Zauber da. Verbündete Infanterieeinheiten Kuppel. Sind zerstört worden. Ja. Ah, ich bin tot. Ich bin down. Juhu, der Ketzer ist tot. Okay, das regelt der andere schon.
doch nicht. Du, dein Rumpfort, ey. Ich dachte schon gerade, die Granate geht hoch und dann ist er weg. Gewinn, ich hab dich bei eine Staffel eingeladen. Oh Gott, das hab ich nicht mal wiederbelebt. Ich dachte, ich wäre fertig, ich hab es abgebrochen. Nein, da gerade als du wiederbelebt hast, kam eine Granate. Oh. Ja, das ist natürlich scheiße. Na denn, Billy, du weißt, was du tun hast. Billy, Lukas. Und jetzt heißt Billy weiß, was er zu tun hat. Lukas weiß das. Leckt mich doch. Mein Krieger lebt noch. Der macht Schaden. So, mach die Wache. Und die Symbioniten. Leckt mich. Deckung hier kommt auch mal weg. So, ich hab volles Mana und fast volle Lebensenergie. Das ist gut. Wir haben unseren Multiplikator ein bisschen runtergefickt und wir haben die Runde überlebt. Das ist scheißegal. Jetzt kommen die Stormboys. Die haben uns bisher immer gefickt. Das wird scheiße. Los, Kevin, spiel mit mir. Wir haben seit dem letzten Mal noch... Aber wir haben den... Das ist das eine Game hier. Nee, warte, die haben das letzte Mal den Dings abgeschlachtet, ne? Den Helden. Nee, letztes Mal haben sie nicht abgeschlachtet. Wer hat den denn gekillt? In der Tyranidenrunde. Scheiße, die kommen von zwei Seiten. Mehr als zwei. Kevin, ich mach mir eben was zu essen. Hilfe. Unsere Verbündeten erleiden Verluste. Oh Gott, überall wird geschossen und geschissen. Geschissen? Was? Geschissen? Geschissen. Definitiv. Müssen Orks eigentlich kacken? Müssen Orks eigentlich essen? Meistens Pilze oder vermehren sie sich, indem sie auf Boden rumlaufen? Ernähren sie sich, indem sie auf Boden rumlaufen. Irgendwie ist das gerade gar nicht mal so. Weil ich die schon gut ausgemerzt habe. Ich habe meine Strahlen richtig gut eingesetzt diesmal. Ich habe so auch viele ausgelöscht. Nice. Von den Stormbites. Bevor sie auf mich springen konnten, haben die Strahl und einmal Warpfeuer abbekommen. Ich kill gerade beinahe einen Boss und ich laufe durch Richtung Granate. Wunderbar. Okay, meine Armee ist wieder vollzählig. Wunderbar. Lebt meiner immer noch? Ich bin oben. Ja, meiner lebt auch noch. Wunderbar. Okay, warte mal, mach jetzt. Warte mal, ich mach hier eine Kugel in der Mitte, Elder. Okay. Was machst du? Kampfschlampen von wo? Erstmal die Warp-Spin. Ich meine, mach die Kugel, dass wir uns heilen. Ich war gerade schon sicher so auf den Punkt konzentriert. Oh, scheiße, auf. Wunderbar. Und hier waren wir doch auch schon mal auf dieser. Ja, da sind wir letztes Mal gestorben. Oh, fuck. Ja. Diese Läufer, gegen die wir nichts ausrichten können. Aber ich hab die voll niedergemetzelt, ne? Also. Ja, ich meine, ich hab keine Antipanzer-Sache. Ich kann nur nicht tanken. Ich kann mich auch nicht in Deckung zurückziehen, anders da als. Da kamen gerade zu viele Bobspinnen auf mich zu. Oh, ja, ich seh's. Ich bin gerade mehr ein wenig. Also ich hab da schon zwei. Shit. Verbündete Infanterieeinheiten. Dein Captain ist jetzt auch tot. Aber er hat noch viele mitgenommen. Außer Gefecht gesetzt worden. Das killt. Schafft das? Ja. Eine Waffe. Weniger. Das macht wirklich Schaden gegen die Scheißteile. Kann ich mit meinem Warpfeuer auch gegen die. Aber nicht mit meinem Psi-Strahl. Ja, aber er kriegt's nicht hin, irgendwen von uns wieder zu beleben. Das funktioniert ja nicht. Ja, klar. Du könntest versuchen, sie teleportierst dich immer zufällig oder wie du willst? Nee, ich teleportiere mich da, wo ich mal weitest von den Fickern weg bin, aber es sind zu viele. Dann müsst ihr eigentlich möglichst weit von mir weglocken, dann mich wieder beleben, dann krieg ich wie die. Also anders klappt das jetzt gerade nicht. Wenn du mich weiter so hin und her teleportierst. Wenn er die Kleinen ausmerzt, ist das schon mal ganz gut. Jawohl. Gleich oben. Das schaffst du. Dann heil ihn mal eben. Kann ich nicht, ich bin oben. Meine Jungs wieder belebt, jetzt belebe ich Video wieder. So hat es mir vorgestellt. So, jetzt wieder mit denen. Schön, die ignorieren mich vollkommen. Ja, weil sie alle hinter mir her sind. Da bin ich auch oben. Was haben wir noch, die Scheißläufer? Komm schon. So, überlebt. Nur ohne mich, ne? Euer Rekord. Tete. Oh, Welle 12 ist eine der härtesten mit den ganzen Maschinen. Oh nein, wieder Orks. Kann es sein, dass Level 12 in Anführungszeichen eine Bossrunde ist? Dass man quasi alle vier Runden eine hat? Das würde auch erklären, dass man auf Level 16 gegen sich selbst kämpft.
selbst. Ja, das hast du selbst gemacht. Dein Doppelgänger kämpfst du dann immer. Doppelgänger. Ja, so schreiben es die Amis und so weiter, aber sie sprechen es ja doch Doppelgänger aus, weil das Eier anders ausspricht. Aber die Amis und Japaner schreiben es Doppelgänger. Nein, nicht töten! Das mach ihn nieder, du dummer Wichser! Töte ihn! Aber... Ich bin zurück. Verbündete Infanterieeinheiten sind zerstört. Oh, das war's. Ich bin tot. Der große, böse Tyrannid. Da kamen gerade 5 Raketen oder so. Das hab ich gesehen, deshalb dachte ich auch. Unsere Verbündeten erhalten Verluste. Wieder. Jo. Mach mir hier eine Blase. Oh. Wenn sie nieder. Also Jon. Verbündete Infanterieeinheiten. Das Problem ist, meine Einheiten regenerieren sich zwar, aber die Symbioniten sind Dreiergruppen. Das heißt, die muss ich trotzdem immer wieder beschwören. So. Runde 13, alter Vater! Wo sind wir Imba? So, Alter. Ich möchte nicht wissen, also 2 Level steigen gleich bestimmt auf. Wir verlieren. Boah, glaub ich nicht. Was? Was? Kannst du gar nicht oben, kamen gerade alle weg. Lustig. Ich kann mich nicht porten, oh. Nimm mich doch nur porten. Fuck. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Ich auch. Wo ist mein Held? Wie? Das ist so gut. Warum schießt jetzt nichts auf? Boah, ich hab keinen neuen beschworen. Ich Idiot. Das schaff ich nicht mehr vom... Ah, komm. Ich hab gesagt, wieder leben, du Arsch. Nee, das schaff ich nicht mehr. War eine gute Runde. Ey, das müssen wir sagen. 2-3 Wellen weiter als die letzten Male. So ein imaginäres High Five an uns alle. Ja. High Five. Komm, gibt das ein Level Up? Tete! Für uns alle ein Level Up. Wunderbar. Yeah. Wunderbar. Das geht sehr schön. Und hat sich das Spiel wieder aufgehangen, Willi? Ja.